Und willkommen zurück bei Assassin's Creed 4. Wir haben einen, ich sag mal, höchst heiklen Auftrag vor uns, denn wir müssen, wie es die Karte verrät, hierhin. An den Zielort, dort müssen wir meistens hin, aber der Zielort ist leider mitten im Sperrgebiet. Und den werden wir nicht so einfach erreichen. Oben sind Wachen, hier sind Wachen, überall sind Wachen. Das ist relativ kritisch. Ich glaube, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen über die Gesamtsituation. Ob ich hier vielleicht nicht irgendwo geschickter eintreten kann in dieses ganze Gebäude hier. So, mal gucken. Hier die Seite scheint nicht so scharf bewacht zu sein. Da oben ist nur eine einzelne Wache, die ich gut ausschalten kann. Die fliegt ja einfach runter und ist weg. So. Kann man hier in den Turm rein? Da kann man sogar rein in den Turm. Mal gucken. Also ich probiere möglichst immer unauffällig zu bleiben, weil die Gegner geben keine Erfahrungspunkte, deswegen müssen wir uns auch nicht in irgendwelche Kämpfe verwickeln lassen. Da kann ich rein, das ist richtig. Da kann ich nicht rein, das ist nicht so. Das funktioniert nicht. So, jetzt könnte ich hier oben die Wache ausschalten. Denke ich mir. Hallo Wache, wo bist du denn? Hier ist gar keiner, doch, da ist einer. Kommst du ran? Hoppala. Der wollte baden gehen, der wollte unbedingt baden gehen. Deswegen macht er unten jetzt seinen Freischwimmer, ne? Ja, die beiden da oben kann ich natürlich auch eher ungünstig eliminieren. Den da drüben erwische ich leider nicht. Na gut, dann gehe ich mal wieder ein bisschen runter. So. Und begebe ich mal hier wieder rauf. Oder kann ich nachher drüben? Ja, das geht sogar. Das ist ein Klettermax hier. So, hier drinnen ist hoffentlich keiner, oder? Ich sehe Sprengstofffässer, das sind rote Fässer. Die sind auch so ein bisschen markiert. Aber an sich sehe ich jetzt erstmal keinen Gegner. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ich dort einfach drüben rein kann. Ja, ich will jetzt gerne wieder zurück. Geht das? Ich würde einfach nur gerne da ins Fenster rein. Nein! Verdammt! Das ist so, Klettermax, und da kann er nicht 2 Meter nach vorne springen, um in ein Fenster reinzukommen. Ach, man hat schon nicht leicht mit unserem Captain Kenway hier. So, jetzt hoch mit mir. Und weiter hoch, weiter hoch. Ich will weiter hoch. Also tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen lange dauert. Vielleicht geht das, und sicherlich geht das etwas schneller hier. Aber wir wollen natürlich... Ja, keine Ahnung. Ganz viele Kopfsprünge machen, weil das macht so einen großen Spaß. Da drüben ist noch eine Kiste, an die wir eigentlich ran können, fällt mir gerade mal auf. Die eigentlich von keinem so wirklich bewacht wird, oder? Ist hier drüben irgendjemand? Nö, hier ist gar keiner. Na, dann würde ich grob behaupten, ist das meine Kiste. Kann ich hier nicht eine Muskete mitnehmen? Vielleicht kann der Waffe aufheben, aber nicht wirklich einstecken, ne? Ja, das ist nur so eine Mitnehmwaffe, also die wir nicht wirklich im Inventar haben. Das ist ein bisschen schade. So, erstmal nehmen wir hier die Kiste mit.
Naja. So wirklich gelohnt hat sich das jetzt zwar nicht, aber wir haben es einfach mal getan. Und wir haben natürlich immer noch die Aufgabe, da drüben in das Fenster reinzukommen. So, also wieder hier hoch. Nee, eigentlich, warte mal, eigentlich hier zur Seite. So hier, genau. Ja, dann, ja, wie komme ich jetzt in dieses Fenster hier rein? Der klettert immer da oben dran. Da will ich doch gar nicht dran. Ich meine, das Ziel ist auch da oben. Vielleicht müsste dann doch erst die Balustrade da oben freiräumen, bevor die hier irgendwas anderes Sinnvolles macht. Voila, wo bin ich jetzt gelandet? Tja. Er kommt einfach nicht in das Fenster rein. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Da hatte ich meine ganze Hoffnung drauf gesetzt, dass er das hinkriegt. Tja, und ich will mich auch wirklich nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das ist auch so eine Sache, die ich mir gerne persönlich als Ziel setze. Weil wäre ja echt schade um die ganze Stealth-Aktion, die wir hier reißen. Ob ich pfeifen kann? Nee, pfeifen kann ich leider nicht. Die sehen mich aber auch gar nicht. Das ist, naja, eigentlich größtenteils egal. Der da oben ist auch ein bisschen gefährlicher. Aber wir sind schon näher dran, als wir das jemals waren. Der will sich gerade mal nicht nach vorne beugen. Aber das stört hier. Kann ich pfeifen? Warum kann ich nicht pfeifen? Egal jetzt. So. Geht einfach mal drauf und dann haben wir uns alle mal wieder gern. So. Ich bin hier gar nicht. Wieder rein. So. Ich bin weg. Ja, das war jetzt semi-optimal, aber es hat funktioniert. Und darauf kommt es doch an. So, ich muss jetzt nur noch anonym werden. Das dauert zwar, glaube ich, eine Weile, dieses Sperrgebieten. Aber eigentlich sollte das kein Problem werden. So, genau. So, und da können wir mal ins Gefängnis reingehen. Nicht den Zucker mitnehmen. Na gut, dann müssen wir uns hier eigentlich nur noch verpissen. Und das dürften wir doch eigentlich hinkriegen. Ich mache nicht mal den flotten Otto hier. Also eigentlich nicht wirklich, aber ich mache einen Abgang. Und zwar einen etwas nassen. Jetzt muss ich noch aus dem Sperrgebiet raus. Und dann bin ich eigentlich so gut wie sicher. Naja, drei Leute sind draufgegangen bei unserer ganzen Stealth-Aktion. Unter den dreien waren zum Glück wir nicht. Deswegen können wir ganz fröhlich durchs Wasser planschen und müssen zu Steve Bonnet. Steve Bonnet, okay, sorry. Also wenn ich hier manchmal Steve nenne, dann liegt es daran, weil ich ein dämlicher Ignorant bin. So. Der hat sich anscheinend schon wieder auf dem Schiff eingefunden. Auf unseren stolzen Katamaran hier. Ist er kein Katamaran? Nein. Aber es ist ein schönes Schiffchen. Ich komme von hinten, weil das ist, naja, geschickter. Hallo, Mr. Bonnet. Ich gehe mal kurz zum Missionspunkt, ne? So. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände.
Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein. Ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danke. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Yay. Ja. Wir haben uns leider einen Kämpfer verwickeln lassen, aber was soll's. Gut. Dann werden wir mal weitermachen. Und uns vermutlich gleich mit dem Gouverneur treffen, oder? Welchen Kurier schon wieder? Das ist doch sonst wo. Ja, was sagt denn die Karte zu dem ganzen Thema? Hier ist irgend so ein bekloppter Kurier, der interessiert mich gerade mal gar nicht. Ja, wir müssen hier runter. Und uns mit irgendjemandem treffen, so wie es scheint. Mal gucken, was kann ich hier noch abräumen in Havanna? Havanna. Ein Shanty könnte ich hier oben noch. Ich mache mal hier kurz noch eine Abräumaktion, indem ich mal hier den Shanty mitnehme und dann da oben das Manuskript. Ne? Und vielleicht noch den anderen Shanty und so weiter und so fort. Ich habe ja eigentlich gerne nach solchen Sammelobjekten gesucht. Obwohl ich zugeben muss, dass ich nicht alle Fahnen eingesammelt habe in dem vorhergehenden Teil. Aber das nur so nebenbei. So, also hier Shanty. Wird angelockt und wir machen uns auf den Weg. So. Der kann natürlich nicht an diesem bekloppten Segel vorbei und klettert hier irgendwie hoch. Meine Güte. Hier halten dieses wunderschöne blaue Wasser. Da warst du ja noch nicht lang genug drinne. Und dann hier hoch. Ich meine, es war eigentlich auch ziemlich sonderbar, wenn man so ein, naja, Musikstück durch die Stadt verfolgt. Ach, hallo Kurier. Wo will der denn hin? Hä, woher wissen die das? Jetzt habe ich den Kurier wieder aus den Augen verloren. Wo bist du denn? Bleib doch mal stehen. Und lauf mal schneller, Mr. Kenway hier. Captain Kenway, sorry. Er ist es! Ein Mörder! Ich wollte ihn jetzt mal anrempeln, aber da habe ich gerade nicht geguckt, welche Taste das eigentlich ist. Der ist aber fix. Was haben sie denen denn verabreicht? Okay, das klar, ich habe wieder Wachen auf dem Hals. Mein. Aua! Ach. Lass doch den Kurier laufen. Ich will eigentlich nur Musik fangen. Ich bin ein Jäger nach Musik. Ich bin verrückt danach. So. Aber ich kann ja auch natürlich gleich das Fragment mitnehmen. Das geht natürlich auch. Aua, lass doch den Scheiß. So, ich bin weg. Ich bin ganz weit weg. Ihr glaubt es gar nicht, wie weit weg ich bin. So. Denn ich möchte gerne dieses Musikstück da oben einfangen. Mich treibt die Muse zu diesen Gewaltverbrechen. Was machst du denn? Ah, sollst du hoch. Bin ich wieder sonst wo gelandet und das Musikstück haut ab und er kommt nicht die Wand hoch. Na, manchmal, keine Ahnung. Nehme ich halt die Truhe hier mit. Wo ich einmal hier bin, ne? Ich verstecke mich im Sperrgebiet vor dem Wach. Das ist natürlich auch geschickt. Oh. Wer sind Sie denn, holder Herr? Sie sehen so nobel aus. Dass Sie auch nicht in dem Sperrgebiet suchen. Ich meine, wer würde schon in einem Sperrgebiet suchen. So, der Shanty ist weg. Das ist etwas schade. Na, dann nehmen wir halt uns den nächsten vor. So. Da hole ich noch den Shanty und das Manuskript da oben und dann wär's das erstmal für die heutige Aufnahme. So. Ja, halt doch mal die Schnauze, du Nervsau. Was willst du? Red doch mal eine vernünftige Sprache. Ich entschuldige mich für dieses Kommentar. So. Ja, wir wissen doch alle, dass ihr uns nicht leiden könnt.
Schub, 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 schub. So. Na, kletter mal ein bisschen weiter hier. So, hier rüber, dann darüber. Sperrgebiet ist mir egal. Ich will Musik. Ich will doch nur singen. So, Mr. Shanty, komm mal her. Du kannst mir nicht entkommen. Pam. So, ein zweiter Shanty. Und hier sind wir auch gleich, günstigerweise, ganz unauffällig. Ich habe leider nichts zum Schießen, Mr. Pulverfass. Wo ist denn mein Ding, was ich gerne haben möchte? The Coast of High Barbary. Ach ja. Ich will nur das Dokument haben. Ich wollte das Dokument nur haben, meine Güte. Geht mir doch mal nicht so aggressiv auf die Nerven. Oh Gott, das sind aber viele. Ja gut, da haben wir hier zum Abschluss der Folge nochmal einen ordentlichen Kampf mit Unterstützung, sage ich jetzt mal. Vielen Dank, die Damen, vielen Dank, dass ihr mir so gewogen seid, aber ihr müsst euch nicht wegen meiner Person in Gefahr begeben. So. Und eigentlich möchte ich gerne nur ein bisschen Papier haben. So. Und was haben wir hier jetzt als Manuskript? Wir haben hier... Na, komm. Sag's mir. Voynich-Manuskript. Blatt 35R. Whatever. Wir haben auf jeden Fall ein neues Manuskript. Ich stelle mich hier in die Leichen meiner... Ja, gefallenen Feinde. Die Dame da scheint das nicht so witzig zu finden. Aber ist mir egal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.